Heute haben wir einen Aufruf an alle gottesfürchtigen Menschen. Und zwar, der kommt nicht von mir, sondern von dem Psalmist. Und zwar wieder aus den Losung- und Lehrtexten, die wirklich sehr inspirativ sind. Nun schauen wir gleich einmal den heutigen Text an. Da heißt es, kommt her, höre zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Ich will erzählen, was er an mir getan hat. Also aus Psalm 66, Vers 6. Dieser wunderbare Psalm beschreibt auch wieder die Herrlichkeit Gottes, seine Größe und sein Wirken, wie er einfach sein Volk geführt hat. Und ich glaube, der Kontext ist da wiederum die Befreiung aus der Gefangenschaft und die Durchquerung durch das Rote Meer und wie sie da einfach Gottes Hilfe erlebt haben. Ist klar, da waren sie dann voller Jubel und Jauchzen, als sie das erlebt hatten. Und ich glaube, wir erleben auch Dinge, die uns mehr, als wir es vielleicht bis jetzt getan haben, unsere Stimmen erheben sollen und können, da von der Herrlichkeit Gottes zu singen und zu proklamieren und auch weiter zu erzählen. Denn das ist das Wichtigste, was wir tun können, nämlich die Werke und das Wirken Gottes selber zu erleben und es dann zu bezeugen. Entschuldigung. Also, kommt her, hört zu, alle, die ihr Gott fürchtet. Entscheidend ist da eigentlich, sind da die Leute angesprochen, die Gott fürchten. Und davon kann man nicht sagen, dass das die Masse betrifft, die Masse der Menschen. Es sind schon viele, aber bei weitem nicht die Masse. Denn Herr Jesus hat einmal gesagt, dass der Weg breit ist und viele sind's, die darauf gehen, der ins Verdammnis führt. Und der Weg ist schmal und eng und steil und wenige sind's, die ihn finden im Verhältnis zur Masse. Also Gottes Furcht ist eigentlich eine Rarität, aber sie hat Auswirkungen. Sie verändert das Leben eines Menschen, eines Geschöpf Gottes, und zwar zum Guten hin, zu dieser lebendigen Beziehung, zu der wir ja geschaffen sind. Du und ich, wir sind ja von unserem Vater im Himmel dazu geschaffen, um ihn zu erkennen und dann ihn zu bestaunen, zu bewundern, zu glorifizieren, zu verherrlichen. All das und noch viel, viel mehr ist eigentlich unser Los und unsere Bestimmung. Und wir sollten hier und jetzt schon damit anfangen. Im Neuen Testament schreibt der Apostel Paulus, ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. In Galater 2, Vers 20. Also da ist ihm etwas bewusst geworden, wer Jesus war, wer Jesus ist und was Jesus für ihn tut und getan hat. Er hat die Liebe Jesu erkannt, begriffen, und das hat den Saulus zum Paulus umgestalten lassen. Diese Berührung und Begegnung mit Jesus. Ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch, der Jesus persönlich kennenlernt, er wird verändert. Davon rede ich nicht jetzt von irgendeiner Religiosität oder Konfessionalität, denn das verändert den Menschen von innen her nicht. Das rechtfertigt ihn auch nicht, zu irgendeiner bestimmten Konfession oder Denomination zu gehören. Das Einzige, was einen Mensch rettet, ist die Beziehung zu Jesus Christus. Und das hat Paulus begriffen und erkannt, als er diese Worte hat niederschreiben lassen, wenn er sagt, ich lebe im Glauben. Ja, an was glaubt er denn? Er glaubt, dass Jesus der ist, der er gesagt hat, nämlich der Messias, der Erlöser und der Weg zum Vater, der einzige Weg zum Vater. Und wenn du das glaubst und vertraust, dann hast du auch dieses neue Leben. und auch diese Beziehung zu Jesus Christus. Und ich glaube, dass jeden Tag, sollte kein Tag vergehen in unserem Leben, wo wir nicht einfach diese Liebe Jesu erkennen, begreifen und Jesus dafür danken und ihn bewundern und anbeten und staunen und loben und preisen. Und darum war das Leben des Paulus ein Leben im Glauben. Ich lebe im Glauben an den Sohn Gottes. Die Frage zum Schluss noch: Wie lebst du? Für wen oder für was lebst du? Ist es Jesus? Wenn ja, dann freu dich. Wenn du nur für dich selbst lebst oder irgendwelche vergänglichen Ziele, dann lebst du umsonst. Denn das ist nicht der Sinn und Zweck deiner Existenz und meiner, sondern wir sind geschaffen, um unseren Gott zu verherrlichen, in und durch Jesus Christus, dem wir ihn ehren und bekennen. Ja, ich wünsche dir wieder einen guten und einen schönen Tag des Herrn. Schön, dass du wieder dabei warst. Fels des Heils, geöffnet mir, bring mich im Gehalt in dir. Lass das Wasser und das Blut deiner Seite, heilige Flut, mir das Heil sein, das frei macht von der Sünden, Schuld und Macht. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Let the water and the blood from thy wounded side which flood. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Cloud my tears forever flow. Could my zeal no longer know this for sin could not atone. Thou must save, and thou alone. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. Bring me to Nkulu, Ngamina, Ebibala. Bring me down, Bakwe Yesu. Let me hide myself in thee. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide